sorgt mit ihrer Antwort auf die Frage, ob die Ukraine jemals sicher sei, solange Putin im Kreml sitzt. If he doesn't change by 360 degrees, no. Wir haben ja schon auf dem Krieg im Balkan erlebt, dass unter einem grünen Außenminister im Rahmen einer Salamitaktik so lange immer weiter eskaliert wurde, bis am Ende deutsche Bombenflugzeuge in einen Krieg auf dem Balkan eingegriffen haben. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, können Sie hier dem Parlament erklären und damit auch dem deutschen Volk versprechen, dass es weder zu Lande, zu Wasser noch in der Luft zu einem Kampfeinsatz deutscher Truppen in der Ukraine geben wird? Wenn wir die Möglichkeit haben, einen Völkermord zu verhindern, dann werden wir alles dafür tun, auch wenn es nicht im grünen Parteiprogramm vorher gestanden hat. Wenn ich mich fragen muss und die Ukraine zu Recht fragt, was könnt ihr tun? Und auf Ihre Frage hin mit Blick auf deutsche Beteiligung in der Ukraine. Ich finde das eine unglaublich schwierige Abwägung. Und deswegen liefern wir Waffen so, dass wir nicht selber als NATO in diesen Krieg eingreifen, aber die Ukraine so unterstützen können, dass möglichst wenige Menschen zu Tode kommen. Frau Ministerin, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Auch wenn Sie lauter fragen, ist es mein Recht zu antworten, wie ich möchte. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Ich möchte vor allen Dingen, dass wir ab 2030, also in 10 Jahren, nur noch neue Autos haben, die sauber sind. Und diesen Umstieg müssen wir jetzt machen. Und deswegen sagen wir, man muss auch wissen, dass es in Zukunft immer teurer wird, damit die Menschen sich sauber Autos kaufen, damit man es bezahlen kann, gibt es Unterstützung. Also Reiche können so viel Auto fahren, so viel sie wollen. Ja, und Arme können auch so viel Auto fahren, wie sie wollen. Das schreibt ja die Politik nicht vor. Aber die haben ja nicht so viel Geld. Das stimmt. Also so gerecht ist es jetzt nicht so. Findest du nicht? Ich kann nur mal unterstreichen, dass bei uns die Pressefreiheit bedeutet, dass es keine staatliche Einmischung in dem Bereich gibt. Das Land hält zusammen. Und mir wird ja gerne immer mal wieder vorgeworfen, boah, die Baerbock, die ist da so emotional bei den Kindern. Nach den Osterferien, nach den Sommerferien, nach den Herbstferien, nach den Weihnachtsferien, dann sollen aber die Schulen wirklich sicher öffnen. Wie kann man nicht emotional sein, wenn man mitbekommt, dass beim Nachbarsjungen, 14 Jahre alt, der seit Wochen offensichtlich nicht mehr auf dem Bett kommt. Sagen einige, das wird aber richtig teuer. Wird es, wenn wir nur auf die Grundschulen im Übrigen, wir wussten auch nicht, wie das ist, in einen Lockdown reinzugehen und vor allen Dingen sicher wieder rauszukommen. Stellt euch das Jahr 2020 vor. Das sind noch 29 Jahre. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Vor wenigen Tagen war ich vor Ort in Lebedinsk, nahe der Kontaktlinie in der Ostukraine. Und wie jede Mutter dachte ich an meine Kinder, die man morgens zur Schule springt, ganz unbedarft, in großer Hektik manchmal, sondern jederzeit mit der großen Sorge. Und wie real diese Sorge ist, Minsk ist auch nicht nur ein technischer Begriff. Russland spricht mit seinem Truppenaufmarsch eine absolut inakzeptable Drohung aus. Wir wollen einen ernsthaften Dialog über Sicherheit und Frieden in unserem gemeinsamen Europa. Das ist schwer, nicht als Bedrohung zu verstehen. Wer gemeinsam in Sicherheit leben will, der spricht am Verhandlungstisch über unsere gemeinsame Sicherheit. Ein System der Mächterivalität und Einflusssphären, für das die Jalta-Konferenz von 1945 stand. Und die Stärke unserer liberalen Demokratien. Diese Sanktionen wären präzedenzlos. Deswegen verstärken wir gemeinsam unser NATO-Engagement, dass Sie Ihre Arbeit effektiv ausüben können. Gerade jetzt, wo die Gewalt um die Kontaktlinie in den letzten 48 Stunden dramatisch zugenommen hat. Daher müssen wir aus meiner Sicht als liberale Demokratien in dem Wettstreit zwischen autoritären Kräften und liberalen demokratischen Werten nicht nur deutlich sagen, was andere falsch machen, aber eben auch gemeinsam zu investieren aus dem Weg der Pandemie. Und dass eine Ordnung auf Grundlage des internationalen Rechts, eines fairen Miteinanders, der Demokratie und Menschenrechte mittelfristig mehr bringt als nationale Abschottung. Wir erleben das weltweit nicht nur in anderen Ländern, sondern wir haben es zu Beginn der Pandemie auch in unserem Land erlebt. Wir müssen uns bewusst machen, wir sind in einer wirklich
schwierigen Krise. Nach dieser Krise wird diese Welt eine andere sein. Wir brauchen Geld, wir brauchen Material, was geliefert wird, und dann brauchen wir vor allen Dingen große Generatoren. Und auch darüber zerbrechen wir uns mit Hochdruck den Kopf, wie wir zum Beispiel aus Eisenbahnloks große Generatoren ausbauen könnten, sie auf einen Lastwagen transportieren können oder auch auf Zügen transportieren können, um sie in die Ukraine zu bringen. Also jegliche Kreativität ist gefragt. And it's not by coincidence that I came here to Brussels on my first day in office, because I come here as a truly European by heart and as a foreign minister of a truly European government in Germany. So that's the way our new foreign minister talks English, after having studied in London for 2 years. Honestly? It doesn't really sound much like she's been studying abroad at all. Sounds like school English. But hey, what do I know? I mean, after all, her resume is perfectly awesome and flawless, as we all know.